In dem Video heute zeige ich dir drei starke Angriffsserien aus der Knee Shield Half Guard. Wir haben diesmal versucht, mehr Action ins Video zu bringen, weniger zu reden. Startposition für alle drei Angriffe ist die Knee Shield Half Guard. Wir kontrollieren die Distanz mit unserem Bein und mit unseren Handflächen, mit unseren Armen. Und für den Angriff tauchen wir komplett ein. Doppel-Underhooks. Underhook um den Rücken, Underhook unter seinem Oberschenkel. Wir verstecken den Kopf. Erster Angriff gehen wir von hier in den Bodylock. Wir ziehen seine Hüfte auf, kommen stabil hoch auf die Knie, stellen den Fuß auf, nehmen einen starken Bodylock, kommen auf unsere Füße hoch und beginnen hinter ihn zu laufen. Variante 1, Raoul hat den Overhook gehalten. Ich gehe mit meinem Knie drüber, löse meinen Arm und kontrolliere die Seite. Variante 2, aus dem Knee Shield abtauchen. Wieder Hüfte aufziehen, hochkommen, Bodylock. Raoul gibt den Overhook auf. Von hier gehen wir direkt an den Rücken. Angriff Nummer 2, aus dem Knee Shield abtauchen. Half Butterfly setzen. Und unsere Hüfte, unseren Schwerpunkt unter den Schwerpunkt vom Partner arbeiten. Raoul hat sich jetzt abgestützt. Das heißt, ich heb ihn hoch, gehe auf die X, kick und komm hoch. Manchmal, vor allem bei weniger erfahrenen Gegnern, kann es sein, dass der Partner den Overhook nicht auflöst, um sich abzustützen. In dem Fall sweepen wir ihn einfach direkt aus der Position, kommen hoch, befreien wieder den Arm und sind an der Seite. Variante Nummer 3. Aus dem Knee Shield abtauchen und hier, wenn er eine schwere Hüfte nach hinten hat vor allem, gehen wir in die Deep Half. Ich hebe mit meinem Hook, gehe doppelt unter seine Beine, komm hoch, Double Under und Smash wieder an die Seite.